mein Name ist Dr. Evelyn Russe. Ich bin die leitende Oberärztin des Brustkrebszentrums am St. Elisabethen Krankenhaus in Lörrach und ich möchte Ihnen in diesem Video ein paar wichtige Dinge zum Thema Brustkrebs erzählen. Brustkrebs ist die häufigste Krebserkrankung bei Frauen. Deswegen ist es wichtig, dass es Zentren gibt, die sich genau mit der Diagnosestellung und auch mit der Behandlung der Brustkrebserkrankung beschäftigen. Prinzipiell ist es so, dass sich jede Klinik Brustzentrum nennen kann. Das ist kein geschützter Begriff. Ein zertifiziertes Brustkrebszentrum, was wir hier am St. Elisabethen Krankenhaus haben, ist ein Zentrum, das überprüft wird von der Deutschen Krebsgesellschaft, das gewisse Qualitätsstandards erfüllen muss, auch gewissere Voraussetzungen erfüllen muss, was jetzt die Behandlung, die Operation angeht. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass es diese Zentren gibt, dass einfach die Frauen mit Brustkrebs optimal versorgt werden können. Ich habe ein großes Team aus ärztlichen Kolleginnen und Kollegen und auch im Bereich der Pflege. Wir haben spezialisierte Pflegekräfte, beispielsweise für die Wundversorgung, eine Breast Care Nurse auf Stationen und auch bei uns in der Sprechstunde. Und natürlich dann auch noch, was sonst noch dazu gehört, im OP, das OP-Team, die Anästhesie, Anästhesiepflege. Darüber hinaus haben wir natürlich auch externe Kooperationspartner, wie beispielsweise die Strahlentherapie oder die Onkologie oder die Radiologie, mit denen wir auch zusammenarbeiten, dass wir einfach die komplette Behandlung auch hier bei uns im Brustkrebszentrum anbieten können. Das Wichtigste ist, es muss nicht unbedingt etwas Schlimmes sein. Das heißt, am besten gehen Sie zuerst mal zu Ihrem niedergelassenen Gynäkologen oder zu Ihrer Gynäkologin und lassen sich dort untersuchen. Und dort wird dann auch entschieden, ob eine weitere Bildgebung notwendig ist, beispielsweise eine Mammographie, und ob Sie einen Termin bei uns in der Brustsprechstunde benötigen. Wenn man einen Knoten in der Brust hat, dann kann man dort eine Probe rausnehmen. Das ist kein großer Eingriff. Und dann kann man das eben unter dem Mikroskop untersuchen und weiß genau, was es ist und ob etwas zu tun ist. Die Behandlung besteht meistens aus einer Operation und hinterher eventuell einer Bestrahlung oder auch eine Tablettentherapie. Manchmal ist auch eine Chemotherapie notwendig. Die wird entweder vor einer Operation gemacht oder danach. Das ist ganz individuell. Genauso individuell ist auch die Behandlung für in dem jeweiligen Fall. Das heißt, wir besprechen das auch mit jeder unserer Patientin im Detail, was an weiteren Behandlungsschritten notwendig ist und planen das einfach gemeinsam. Das ist auch was, was uns sehr wichtig ist, dass einfach unsere Patientin auch darüber informiert sind und wir zusammen das Weitere dann planen können. Wie bei jeder Krebserkrankung ist natürlich eine gesunde Lebensweise vorbeugend. Das heißt, eine gesunde Ernährung, ausreichend Bewegung. Bei Brustkrebs speziell weiß man zum Beispiel auch, dass Stillen ein Vorteil ist, dass es eben eher vor der Entwicklung einer Brustkrebserkrankung schützt im weiteren Verlauf des Lebens. Am wichtigsten ist aber, dass man sich regelmäßig einfach selbst abtastet, untersucht. Und dass man dann, wenn man Veränderungen bemerkt, sich auch beim Frauenarzt oder bei der Frauenärztin vorstellt, beziehungsweise auch dort die Vorsorgeuntersuchung in Anspruch nimmt. Ab dem 50. Lebensjahr ist auch das Mammographie-Screening als Vorsorgemaßnahme gedacht. Und das ist das, was für mich auch sehr wichtig ist, dass einfach, wenn Sie etwas merken, dass Sie nicht zögern, sondern dass Sie wirklich zum Frauenarzt gehen. Es kann, wie gesagt, gut sein, es ist nichts Schlimmes. Aber so haben wir einfach die Möglichkeit, Dinge frühzeitig zu erkennen und das auch gut behandeln zu können, bevor irgendetwas Schlimmeres daraus entsteht. Und das ist das, was ich denke, was für Sie sehr wichtig ist, zu wissen. Und nicht denken, naja, das geht wieder weg, sondern lieber zum Frauenarzt gehen, dass wir einfach das auch gut behandeln können.